Der russische Mehrzweckaufklärungshubschrauber K-52 unbekannter Bauart ist in der Ukraine abgeschossen worden. Der Gouverneur der Region Primorje bestätigte offiziell, dass der Hubschrauber dem 319. unabhängigen Hubschrauberregiment in Tschernigiw, Region Primorje, gehört. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Avia wurde der K-52-Hubschrauber während eines Kampfeinsatzes vom Boden aus abgeschossen. Wie genau der russische Militärhubschrauber getroffen wurde, ist nicht bekannt, aber wichtig ist, dass die Besatzung des Drehflüglers, bestehend aus 2 Piloten, überlebt hat. Zum ersten Mal in der Weltgeschichte wurden die Piloten aus dem Hubschrauber geschleudert. Nach Angaben des Gouverneurs der Region Primorje waren es Major Roman Kopze und Hauptmann Ivan Voldiru, die für die Durchführung ihres Kampfeinsatzes zum Helden Russlands ernannt wurden. Die Besatzung des Hubschraubers K-52 des 319. unabhängigen Hubschrauberregiments in Tschernigiw, Major Roman Kobitz und Hauptmann Ivan Boldirev, bewiesen wahres Heldentum und beispielhaften Mut. Seit Beginn der militärischen Sonderaktion haben sie 25 Einsätze geflogen. Bei einem dieser Einsätze wurde ihr Hubschrauber vom Boden aus abgeschossen. Die Besatzung wurde mit Hilfe eines Katapultstrahlsystems aus dem Flugzeug geschleudert, das erste in der Praxis weltweit. Major Kobitz und Hauptmann Boldirev bekämpften die Nationalisten am Boden, bis ein Evakuierungsteam eintraf. Beide Offiziere wurden für ihren Mut und ihr Heldentum mit dem Titel Held Russlands ausgezeichnet, sagte der Gouverneur von Primorje, Oleg Kozhemiako. Experten stellen fest, dass der erfolgreiche Ausstieg aus dem Hubschrauber tatsächlich ein bahnbrechendes Ereignis ist, denn bisher hatte die Besatzung bei einem Treffer des Hubschraubers eigentlich keine Chance zu überleben.